Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir spielen Talon oder Diana. Wir gucken mal, wie das gegnerische Team so aussieht. Ja komm, wir gehen nochmal eine Runde Diana. Gegen Zack ist das eventuell nicht die beste Idee, aber ich habe gerade echt nochmal Bock auf eine Runde Diana. Weil, wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, warum. Ich habe in letzter Zeit nicht so geile Diana-Games gehabt und ich weiß aber, warum. Ich hatte keinen Chrom. Tada. Das war ziemlich dumm. Ich habe mir erst einen Chroma gekauft, den. Und dann habe ich mir einen anderen gekauft, den. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann dachte ich mir, ja, kaufe ich mir noch den. Dann habe ich mir alle gekauft. Also ich habe erst zwei, ich habe Geld gewastet. So, welchen, Leute? Der sieht super geil aus. Den finde ich auch ziemlich cool. Der ist auch nice. Der ist auch cool. Der ist auch okay. Der ist auch nicht schlecht. Ich mag die alle. Ich glaube, der sieht am geilsten aus. Also der sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Wir müssen jetzt halt rausfinden, welcher von den Chroma-Skins der beste ist. Also, ne, jetzt, also die Chroma-Skins haben verschiedene Effekte. Es gibt halt welche, die sind, ne, die geben ein bisschen mehr Skill und ein bisschen, welche, die geben ein bisschen weniger Skill. Das Problem ist, Diana ist in dem Matchup, glaube ich, komplett horrible. Ja, das ist gefährlich jetzt. Wenn der jetzt hier gleich gekettet wird, dann ist das Int. Ich hoffe... Ah, okay, das war actually gar nicht so bad. Okay, das ist actually sogar ziemlich gut. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das hier überlebe. Weg. So, sehr gut. Das war schön. Also mit... Oh, jetzt ist die Frage, ob wir das Ding kaputt kriegen, Alter. Ohne, dass hier einer von uns stirbt. Helf mir! Oh, okay. Er hat noch Smiles. Sehr gut. Den kann er... Oh, mit wird geschrieben. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich hab dicke Klinge, yo. Dicke Klinge, dicke Klinge. 10. Minute, Leute. Geil. Noch vor der 10. Minute geendet. Schön, schön, schön. So, Leute, eigentlich, wir könnten, eigentlich hätte ich gesagt, scheint der Skin extrem krass zu sein. Ich glaube, wir sollten dabei bleiben. Oder sollen wir rotieren? Aber wenn wir jetzt mit einem anderen Skin verlieren, wir bleiben mal bei dem. Ich glaube, ne, ich sag euch, das ist der Pre-Win-Skin tatsächlich. Chroma. Wir können nachher auch mal andere ausprobieren. Es wird wahrscheinlich noch ein Late-Game-Chroma geben, einen Throw-Chroma und so weiter. Aber wir bleiben erstmal bei dem Freeman-Chroma. Frage ist, ob ich mit Q-Feuer mache oder nicht. Ich glaube nicht. Wir machen es ohne. Ja. Die ist auf jeden Fall RIP. Den Kill würde ich am liebsten an Ezreal abgeben. Allerdings will ich nicht, dass Ding stirbt. So, jetzt komm. Nice. Ich habe 3, 2, 1. Jetzt haben wir Damage. Jetzt haben wir Damage. Schön, schön, schön. Nice. Das läuft doch. Nice. Läuft doch ganz gut. Also ich glaube, es liegt halt safe am Chroma. Also man könnte jetzt natürlich viele Sachen sagen, dass Master Yi ein beschissener Champion einfach ist. Dass vielleicht auch, keine Ahnung, Lee Sin im Gegnerteam ist. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, dann liegt es einfach an dem Skin. Das ist nämlich der Freewind-Skin. Na, das ist auch schon leckerer Schaden, wie ihr sehen könnt. Dabei habe ich nur, das ist halt das, was an Diana irgendwann fies wird, ne? Ihr drückt nur R. Ihr müsst nicht mal das Q machen. Ihr drückt einfach nur R drauf. Ne? Das kannst du nicht dodgen. Hat 1000 Reichweite. Vielleicht sind es auch 4000. Der Morais, habt ihr den gesehen, Alter? Der ist einfach explodiert. Und jetzt kommt der nächste. Der ist einfach implodiert, kann man sagen. Ja. Macht nicht so einen Stress, der stirbt schon. Jetzt werde ich aber auch sterben. Vielleicht kann ich aber den da noch umbringen irgendwie, aber ich... Oh. Nice. Ich könnte einfach mal engagen tatsächlich. Oder wir töten einfach sie hier. Wir müssen aber ihr Schild... Nein, wir gehen da hinten rein. Peng, 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 peng. Zack. Da ist noch Kaiser, längst muss ich sie 80... Lol, sie läuft. Okay, sie ist RIP. Schön, schön, schön. Ne? Der richtige, also wahrscheinlich werden demnächst alle Dianas mit dem Skin spielen. Kann man wahrscheinlich jetzt schon was spoilern. Aber Lee Sin gleich früher, klar, stimmt auch, ne? Ich weiß nicht, ob Diana gegen Swain funktioniert, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein Ignite-Pick wäre geil, aber ich habe gerade. Also Talon ist, glaube ich, auch nicht, ist auch nicht besser irgendwie. Naja, wir gehen mal Diana, Leute. Wir haben ja außerdem den Skin, den Chroma. Heilige Makriel, das ist schon räudig, du. Das ist wirklich, wirklich räudig. Könnten wir da was machen? Vielleicht. Das ist schlecht tatsächlich. Eigentlich kriegt er auch ganz guten Schaden, aber er hat halt seine Kane-Verwandlung. Nice.
hier nochmal. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es war. Ich habe leider halt 40 Sekunden auf Ultimate. Also, ich glaube aber nicht, dass er... Oh, mit Ultimate wird das schon ein bisschen nervig werden. Nice, Nami kriegt den Kill, der war trotzdem worth. Good job, Alter. Schön. Also, Zufall? Mittlerweile kann man dann vieles glauben, aber dass das alles Zufall ist, ich glaube da nicht mehr dran. War schon nicht ganz verkehrt, muss man sagen. Ich geb schon... Jetzt chase er mich und ich counter engage. Jetzt chase er mich und ich counter engage. Tschüss, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Das ist Diana Damage. Schön, 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 schön. Finde ich cool. Nice, top. Da kommen wir leider nicht ran. Obwohl, es könnte gehen sogar bald. Nice, grande. Komm, out it. Out it. Oh, geil, Alter. Alter, ist das... Also, holy shit. Der Chroma ist busted, Leute. Ich glaube, der wird bald genervt und wird dann in eine andere Farbe verwandelt. Aber der Chroma ist komplett busted. Ich glaube, ich muss da ein Video zu machen auf YouTube oder so. Also, wenn ihr das abusen wollt, macht das jetzt. Es kann sein, dass im nächsten Patch der Chroma wirklich in Gelb oder so verändert wird. Dieser Chroma wird LOL zerstören. Wasser ist zum Waschen da und zum Waschen ist es auch noch da. Na na nie. Oh na na na. Oh na na ni na na. Lass uns Drake nehmen. Na 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 na. Hier kommt gerade ein Djinn. Ich würde übel gerne mal Djinn treffen. Also übel gerne. Da hätte ich mega Bock drauf. Also da würde ich entzückt jubilieren. Holy shit. Bitte. Bitte die Q treffen. Oh. Das ist halt... Ich permanent spiele ich gegen Katarinas. Permanent. Und ich freue mich übel krass, weil Diana super stark gegen Katarina ist. Bin unterwegs, Leute. Mist. Oh, habt ihr den Schaden gesehen? Auf Kane. Jetzt machen wir einen One-Shot auf Zilean. Und noch einen One-Shot, komm. Also einen One-Shot auf einen, jemanden, der noch 20% hat. Ne, nice One-Shot, aber... Anderes Chroma, bitte. Tut mir leid, aber der Chroma ist gerade echt busted. Der ist gerade wirklich busted. Tut mir leid. Ich werde darauf zurückkommen. Heute sehr wahrscheinlich wieder noch. Das ging in die Hose. Nice Damage. Allerdings brauche ich eine Q, bevor ich... Lauf, dieser Minion-Block. Later. Later. Zufall? Fragezeichen? Glaube nicht. Ich kann Bot nicht teleporten, tatsächlich. I can't TP Bot Ward. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Oh, guter Damage auf jeden Fall. Ne? Das machen wir gleich nochmal. Und das ist nicht mal mit Reset. Das war einfach nur er. Das ist halt, wenn du ein bisschen gut mit dabei bist, das ist ja schon fies. Ich brauche erstmal Ultimate, Leute. Ich hoffe, ich werde nicht abgebrochen. Ist ein bisschen greedy. Komme ich da noch hin? Na. Okay, wir haben ihre Ult bekommen, wobei potentially it's gonna be to work. Ja, Double Kill auf der Top. Oh mein Gott, diese Games sind so free. Woran das wohl liegen mag, das kann ich mir wirklich nicht erklären. Oh, Ludens. 6-0? Ich dachte, ich wäre schon gut dabei. Der 6-0? Chroma beyond broken. Ja. Eigentlich leckerer Damage, ey. Ja, leckerer Damage. Oh, beautiful, leckerer Damage. Oh, so beautiful, lecker geiler Skin. Mm, yeah, Noch was sehr gut gelaunt, bis die Losing Streak kommt. Naja, nee, niemals. Nee, ja, nee, niemals. Oh, lecker! Ja, geile Meile! Geile Meile, die geile Meile, yeah. Kann es nicht auch sein, dass der einfach aufhört zu drehen, der Kreisel im Traum? Oder gibt es da diese... Meine Logik gibt es klar nicht in Träumen, aber... Ich habe leider keinen Teleport, aber ich bin fast da. Oh ja, kommt noch raus, Alter. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh mein Gott, da geht noch jemand greedmäßig hinterher. Aber du nicht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Aber, Double Skill?
Rabbit Dance, Rabbit Dance. Ich glaube, da flashe ich rein. Nee, tue ich doch nicht. Rabbit Dance, Rabbit Dance, Rabbit Dance. Ich behalte den kühlen Kopf und mache das, was getan werden muss. Türme. Power Tagging Türme. Hier wäre Demolish halt nice, ne? Für sowas, ich mache echt viele Türme, Leute, generell. Mit Diana. Muss man einfach sagen. Ja, schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Hätten wir nicht weiter flashen müssen, das war mein Kill. That was. Nein, nein. Das war mein Kill. Nein. Wahia! Wahia! Oh, wahia! Ich habe jetzt leider gerade nichts mehr, aber ist okay. Einfach clean. Na, kurz weg, wo geht's? Ja, wir hatten gerade Träume als Thema. Tobi träumt gerade, er steht 11:01. Ja, ich habe schon getestet, ob wir träumen, aber tun wir tatsächlich nicht. Das ist auch safe and S, ich weiß nicht. Kann sein, dass wir zu wenig, ja doch, S. Aber ich glaube, habe ich sie? Habe ich, ich glaube, ich kann sie mal upgraden auf Stufe 7. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Ich will jetzt kein Karma zerstören irgendwie. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwie ein Karma zerstöre dadurch, das machen wir jetzt nicht. Wir lassen alles so, wie es ist. Obst ist im Haus. Und Wins gerade auch.